So Leute, ihr habt richtig gesehen, ein neues Video von mir. Und in dem Video soll es mal darum gehen, ob sich mehr Leistung bzw. mehr Hubraum für mich gelohnt hat. Pro und Contra. Das Video ist so aufgebaut, dass ich immer einen Vorteil und dann wieder einen Nachteil nenne. Fangen wir auch direkt an mit dem ersten positiven Aspekt von mehr Leistung. Ganz offensichtlich ist natürlich, dass mehr Leistung schneller beschleunigt, und da ich ein riesen Fan von Beschleunigung bin und nicht von Topspeed, also Topspeed juckt mich echt gar nicht, die Maschine hier ist auf 230 elektronisch abgeriegelt, laufen tut die Minimum 260, das stört mich aber überhaupt nicht. Es juckt mich wirklich gar nicht, wie schnell die Maschine hier in der Spitze läuft. Was für mich wichtig ist, ist, dass sie einfach von 50 auf 150 einfach einen richtig schönen Durchzug hat und dass die Maschine auch noch von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden geht. Das gefällt mir auch ganz gut, aber das ist keine Disziplin, die man im Alltag wirklich anwendet. Mehr Leistung hat mehr Beschleunigung gebracht und das gibt dir einfach Gefühle, eine richtig krasse Beschleunigung, gibt dir einfach ein Gefühl, ja, das ist unbeschreiblich, das muss man mal selber erlebt haben. Das heißt, wenn ihr irgendjemanden habt, der ein richtig krasses Fahrzeug hat, wie Auto, einen Sportwagen oder ein schnelles Motorrad und ihr vertraut dem, dann fahrt gerne mal mit und lasst euch mal davon überzeugen, was eine krasse Beschleunigung. Boah, Alter. Also wirklich, wenn ich dann nochmal bei 6.000, 7.000 nochmal am Hahn ziehe ordentlich, da geht hier wirklich die Post ab. Und das macht einfach nur Riesenfreude. Was aber gleichzeitig da auch mitkommt, ist, dass mehr Leistung auch einfach schwieriger zu kontrollieren ist. Man muss sich länger daran gewöhnen, bis man diese Leistung gleichermaßen unter Kontrolle hat, wie jetzt zum Beispiel 35 PS. Das ist eine ganz andere Hausnummer, ob ich hier 115 oder 35 PS habe. Wann ihr die abruft, wie ihr die abruft, da muss man sich schon wirklich deutlich mehr Gedanken machen. Ich kann jetzt nicht mehr einfach hier im zweiten Gang oder im ersten Gang nach dem Losfahren, kann ich nicht einfach mal so nochmal Gas geben, weil dann bin ich bei Geschwindigkeiten, die mir möglicherweise dann vor der nächsten Kurve zum Verhängnis werden. Das muss einem definitiv klar sein. Was mir definitiv aufgefallen ist, als ich jetzt vor 2 Wochen nach Melsungen gefahren war, ist das Autobahnfahren. Was mir definitiv aufgefallen ist, als ich jetzt vor 2 Wochen nach Melsungen gefahren bin, ist, dass Autobahnfahrten einfach extrem viel angenehmer werden. Ihr habt mehr Leistung, ihr habt mehr Reserven, wenn ihr überholen wollt. Aber auch einfach die Übersetzung, je mehr Leistung ein Motorrad hat, desto länger ist es in der Regel auch übersetzt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel 120 auf der Autobahn fahren wollt und dann in den 6. Gang schaltet, dann ist das einfach sehr, sehr schön ruhig und einfach unkompliziert und unaufgeregt. Da habt ihr keine Hektik im Motorrad, und mit der MT-07 oder gar mit einer 125er, da seid ihr bei 120, bei der 125er beim Topspeed angekommen, und bei der MT-07, ja, die hat dann einfach schon höher gedreht. Ja klar, letztendlich kann man sagen, das liegt an der Übersetzung, logisch. Aber ein Motorrad mehr Leistung kommt in der Regel, in aller Regel auch mit einer längeren Übersetzung, und dementsprechend sind Autobahnfahrten einfach deutlich angenehmer geworden. Was absolut nicht zu vergessen ist, ist, dass mehr Leistung auch mehr Verantwortung bedeutet. Wenn ihr hier 115 PS bewegt, dann habt ihr die Verantwortung, die auch wirklich so einzusetzen, dass ihr euch und andere nicht damit gefährdet. Und logischerweise ist es mit 115 PS viel, viel leichter, einen Unfall zu bauen, als mit 15 PS auf einer MT-125. Ich könnte jetzt die ganze Zeit hier rumballern wie ein Bekloppter, weil es die 115 PS zulassen, oder ich kann da rumschleichen wie mit einer 125er. Ja, da kommt natürlich eine gewisse Verantwortung mit, der man sich bewusst sein muss, und man muss sich halt auch dementsprechend verhalten. Ich kann jetzt nicht mehr die ganze Zeit am Gashahn ziehen, wie es mit einer Z400 jetzt im letzten Video zum Beispiel möglich war. Es geht einfach nicht. Erst recht für mich auf YouTube habe ich natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion, ob ich es will oder nicht, aber ja, dementsprechend versuche ich mich auch daran zu halten. Gelingt natürlich auch nicht immer, das ist klar. Was definitiv auch ein positiver Aspekt ist von mehr Leistung bzw. mehr Hubraum, ist, dass ich jetzt die Reserven habe. Wenn ich denn sie brauchen sollte bei einem Überholvorgang oder so, ich habe es zum Beispiel immer mal, wenn ich im Auto sitze. Wenn du erstmal starke Maschinen gefahren bist, dann weißt du eben, wie
Beschleunigung sich anfühlen kann und in welchen Situationen du überholen kannst und so weiter und so fort. Und mit dem Motorrad ist das eine ganz andere Angelegenheit. Ich kann mit der Maschine quasi überall überholen. Die Leistung lässt es zu, auf wirklich kurzen Wegen zu überholen und ja, das ist mit einer schwachen Maschine definitiv nicht so. Ihr habt da schon ein höheres Maß an Sicherheit. Nur weil ich die Leistung habe, heißt ja auch nicht, dass ich die dauernd einsetze. Also man muss da auch immer unterscheiden. Ich habe zwar die Reserven, aber ich muss sie ja nicht dauerhaft nutzen. Natürlich habe ich lieber Leistung, anstatt sie zu brauchen und nicht zu haben. Das ist ganz klar. Wenn man sich das mal ganz pragmatisch anschaut, dann bedeutet mehr Leistung aber auch einfach mehr Geld. Die Maschine kostet einfach mehr Geld, das ist logisch. Das fängt an von der Steuer, das hängt von eurer PS-Zahl ab, von eurer Leistung und von der Versicherung. Logischerweise kostet eine MT-09 mehr in der Versicherung als eine MT-125 oder auch eine MT-07. Einfach weil wir hier mehr Leistung haben und das kostet in der Versicherung und eben auch in der Steuer. Das muss man dazu sagen. Was man auch ansprechen muss und ja, natürlich hängt das letztendlich von einem selber ab, aber in der Regel ist man einfach unweigerlich schneller unterwegs. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, in der einen oder anderen Situation ist das vielleicht ein positiver Aspekt, aber im Prinzip sehe ich es eher als negativen, weil ihr euch dadurch natürlich auch in Situationen begebt, die ihr davor noch nicht kennengelernt habt. Weil ihr jetzt einfach auf nur kurzen Gerade deutlich schneller beschleunigt als mit 48 PS. Und ja, das bedeutet dann natürlich auch, dass ihr mit einer höheren Geschwindigkeit vor der Kurve ankommt. Und wenn ihr nicht darauf vorbereitet seid, dann kann es sein, dass es euch dadurch raushaut. Und ihr fahrt halt letztendlich einfach einen höheren allgemeinen Durchschnittsspeed. So, kommen wir auch noch zum letzten Punkt. Und ja, das ist auch nur noch ein positiver Aspekt für mich. Und zwar ist das, dass das Limit der Maschine und der Leistung einfach viel weiter vorne liegen als mein Können. Das heißt, ich werde noch Ewigkeiten an der Maschine und an der Leistung Spaß haben, weil ich es überhaupt nicht ausreizen kann. Wenn die Leistung hier ist, dann ist mein Können hier. Also wirklich, das sind noch Welten dazwischen. An 125er zum Beispiel gewöhnt ihr euch schnell. An 48 PS habt ihr euch auch schnell gewöhnt. Aber 115 PS kann ich in der Regel auf den Straßen hier gar nicht ausfahren. Und deswegen werde ich, denke ich mal, auch einfach noch sehr, sehr lange Riesenfreude an der Maschine haben, weil das Potenzial davon wirklich weit darüber hinaus liegt. Und das war ja auch so mein Ziel mit der Maschine. Ich möchte die jetzt lange fahren. Natürlich ist es auch geil, wenn ich eine Maschine an ihr Limit bringen kann. Das habe ich zum Beispiel bei der Z400 gesagt. Da gebt ihr immer Vollgas und ihr bringt die Maschine wirklich ans Limit. Das Fahrwerk, die Leistung, die Bremse, ihr könnt das wirklich ans Limit bringen. Und das hat definitiv seinen Reiz. Versteht mich da auf keinen Fall falsch. Aber ja, ihr habt halt hier mit Reserven, die euch auch noch in 3-4 Jahren wahrscheinlich Spaß machen werden. Ja, das war es soweit zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert auch gerne die Glocke, um nichts auf dem Kanal zu verpassen. Dienstag, donnerstags und sonntags folgen hier immer neue Videos. Und ja, schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei, wenn ihr keinen weiteren Content von mir verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal.